Moin, moin Matrosinnen und Matrosen. Willkommen bei Tommy von Two Crazy Games und Klabi von Klabautermann LP. Wir fliegen über die neue Miramar-Wüsten-Map und Tommy sagt uns jetzt gleich, wo wir rausspringen, beziehungsweise hat das garantiert schon gemarkert. Natürlich, hier, Graveyard. Oh, da werden wir mal gucken, dass wir da... Also ich, das ist ein bisschen weit weg, aber mal, vielleicht... Ich setze mir mal Pecado als B-Ziel hin. Ja, okay. Dann müssen wir auch gleich raufhüpfen, mein Gutster. Ja. Läuft deine Aufnahme? Meine Aufnahme läuft. 3, 2, 1 und go. Und go. Ja, wir spielen zwei Noobs auf dem Schlachtfeld, schleichen, ducken, wegrennen. Ach so, oder wir lösen halt den Fallschirm entsprechend früh auf, um nach Pecado zu kommen. Ne, Graveyard müssten wir schaffen. Ich meine Graveyard. Meins? Wir schaffen Graveyard? Ja, das schaffen wir. Dicke. Ach ja, das ist da vorne. Das müssten ja die Graves sein. Und da ist der Yard. Richtig. Und wenn wir es nicht ganz schaffen, da ist so ein kleines Dörfchen, so ein Dorfei irgendwie. Schaffen wir nicht. Ich schaff das nicht. Nee, wirklich nicht. Ich schnapp mir mal das Fahrzeug hier unten. Wenn es fährt, aber ich glaube es... Wenn es fährt, ist ein Pferd. Ja, wir haben Leute, die nach Graveyard fliegen. Die sind über uns und haben ihren Fallschirm schon ausgeklappt. Also schon. Oh nein, das wird's ein... Da schießen sie schon. In Graveyard? Dann cheaten sie. Ja, da wo du jetzt bist. Was? Da schießen sie? Nein, da wo du jetzt bist, treffen wir uns. Aber ich habe übelst... Oh, da ist einer gerade gelandet vor mir. Ich drehe ab und lauf zur Straße runter. Obwohl, ich hätte ihn jetzt noch mal töten können. Aber nicht in First Person. In Third Person kill ich alles, aber First Person, nein. Ich muss gleich, wenn ich tot bin oder wenn ich... Oh, weia, das wird auch wieder so eine komische Runde. Das wird eine komische Runde. Ich habe einen VW-Bus gefunden. Ja, dann lass uns den mal, nehmen. Irgendwie. Also ich werde ihn gleich finden. Du wirst ihn auch finden, wenn du die Straße lang rennst. Ja, ja, ich bin, Ich gehe mal noch in die Hütte da rein. Mir meine... 30, 40 Meter hinter dir. Mir meine AKM holen. Boxen, um nicht fliehen? Wen habe ich denn hier? Achso. Ja, der Paddle of Pooh hat gesagt, sollst du Leute umboxen und nicht abhauen. Achso. So, markieren Ziel. Bist du drin? Bin drin, ja. Ziel ist... Du, dann lass es doch mal... Na. Wo auch immer der her schießt. Ich könnte zurückboxen. Ja, ja. Die Straße der Straße folgen. Und dann schräg rechts hinten, das, ich glaube, das sind schon die Industrieanlagen, die wir da rechts am Horizont sehen. Also ich würde nicht zur Hacienda die Patron, weil da garantiert jemand ist. Aber die nächste... Also jetzt hier rechts, Straße rechts? Straße rechts und dann die Hallen, die da vorne stehen. Würde ich mal probieren, ob da noch keiner war. Dann haben wir Glück gehabt. Wenn nicht, sind wir tot. Ich dachte schon, du fährst jetzt über den Loot drüber. Boah, ich komme nicht mal durch die Tür durch. Scheiß First Person. Ich finde das immer so krass. Man muss sich richtig hart umgewöhnen. Aber hallo. Ja, die Hallen war wohl übertrieben. Das ist ja nur eine. Ja gut, aber... Wollen wir weiterfahren oder in die Zone reinlaufen? Wir fahren in die Mitte der Zone. Oh ja, und dann machen wir die Taktik, die der Moondial neulich vorgeschlagen hat.
Ja, was heißt, ja, also das ist schon so ein drin. Jupp. Die Mitte ist in dem Flugzeugkrater. Nee, in dem Krater ohne Flugzeug. Dann fahren wir auf die Straße und dann links. Was ist mit diesen Türmen da geradezu? Das ist Hacienda die Patron. Da würde ich, da liegt sehr guter Loot und da waren schon Leute vor uns. Okay. Also von daher würde ich in San Martin würde ich rechts abbiegen. Hier mal anhalten. Okay. Das war ich. Das. Mann! Was denn? Ich habe mich verklickt. Also bis jetzt habe ich nur eine Handfeuerwaffe. Sieht es bei dir aus? Ich habe eine doppelläufige abgesägte Schrotflinte. Das ist auch nicht so verkehrt. Aber als einzige Waffe hast du halt zwei Schuss. Ah, hier liegt eine diese S12K, diese Ich Schrotze. habe gerade eine Mini gefunden. Und eine Scar habe ich gefunden, sehr gut. Wenigstens mal eine vernünftige Waffe. Und mir geht es immer noch so, dass Loot erst dann spawnt, wenn ich durch den Raum einmal durchgegangen bin. Ja, weil du Magic bist, Alter. Du bist Magic. Und das Energy Drinks, die ich schon aufgenommen habe, da noch stehen. Magic Energy Drinks. Die Nase schon wieder, ey. Warum? Ich weiß auch nicht, die krabbelt immer Das so. lohnt sich doch gar nicht. Das war ich. Warum? Um Aufmerksamkeit zu Hier liegt ein erregen. Helmstufe 2, du aufmerksamer du. Habe ich schon, danke. So, weiter. Ich brauche nur einen Raum, dann komme ich ins Fenster rausgesprungen. Ich warte im Bus auf dich. Wollen wir den neueren nehmen? Können wir machen. Kommst du? Hast du es nicht gehört? Den müssen wir halt wenden. Ist doch egal. Beziehungsweise du musst ihn wenden. Ich bin drin. Drin? Ich muss bei solchen Aktionen direkt sagen, dass du drin Hab ich bist. doch. Nein, direkt, direkt. Ich habe direkt, als ich direkt drin war, gesagt, bin drin. So, wo geht's lang? Im Dorf rechts. Also da jetzt gleich. Im Dorf rechts. Okay. Ah, klasse. Also auf der Straße. Schon klar, ich dachte, ich kann durchbrechen. Und dann, wenn wir in die Mitte der Karte wollen, gleich wieder rechts. Genau, eine Paddle of Push schreibt gerade Tommy, ich fühle es, das wird eine gute Runde. Wenn es hart kommt, Opfer einfach Klabbi. Bin ich auch dafür. Scheiß First Person hier. Links, rechts. Nach Orange. Also links. Und dann kannst du dich auch schon im Körfeld einfahren üben. Na gut, das vielleicht nicht so ganz sofort. Aber nach diesem Gehügel-Gedügel, weil wir dann müssen halt den Hügel rauf. Den großen da drüben. Links. Rechts jetzt. Gott, ist egal.
gar nichts. Jetzt sehe ich was. Schon noch linkser, also zu orange. Ja, ja, abwarten, Tee trinken. Ich kann alles fahren, was vier Räder hat. Soll ich schieben? Ich habe das schon mal geübt. Warte. Mal raus und schalt mir mal meinen Chat an. Sag mir. So, jetzt ab hier müssen wir laufen, komm. Es rollt ja rückwärts, das Auto. Ja, wir kommen hier nicht mehr hoch, komm. Ich bin beinahe nicht rausgekommen. Boah, man kann nicht mehr so richtig nach hinten gucken in dieser First-Person-View. Das ist jetzt so ein... Ja, ja. Wer hat das programmiert? Ich kann doch meinen Kopf normalerweise auch verdrehen wie eine Gazelle. Ja, da unten dieses Tal, das wäre unsers. Also das ist das, wo wir... Okay, ja, ja, warte, ich habe einen Scope, ich scope mal ein bisschen runter. Ich habe keinen Scope. Ich leg so, auf den Dächern hier vorne liegt schon mal gar nichts mehr drauf. Das heißt, hier wurde eventuell schon mal... Vorsicht, also hier geht es richtig steil runter. Du solltest ja mit dem Auto da runterfahren. Ich bleib einfach hier liegen und aim das ab da unten. Ohne Zoom. Bilde mir ein, an der grünen Halle bei 280 hätte ich irgendeine Bewegung gesehen, aber es kann doch ein Grafikruckler gewesen sein. Ne, es sind zwei. Da sind zwei. Da laufen zwei hinten am Truck lang, dann da genau am Truck. Siehst du den Truck? Ich habe keinen Zoom. In Richtung 285. 285 mal, jetzt laufen sie. Guck mal sie kurz vor. Ohne Zoom und dann siehst du, was ich sehe. Ja. Ja, den Truck Richtung 85 sind zwei orangene Kisten. 185, zwei orangene Kisten. Jetzt auf diesem Gerüst, die rennen jetzt auf diesem Gerüst rum, da oben. Da, wo diese rechts, dieser komische, dieses Plateau, was da nach unten geht. Ah ja, jetzt sehe ich auch jemanden. Ja, da müssen wir hin. Jetzt sehe ich noch jemanden, der bei dem Truck mit der einen orangen Kiste ist. Jetzt dahinter verschwunden, bei 295. Und jetzt rennt er weiter in unsere Richtung. Der kommt so ganz langsam in meine Schussreichweite. Soll ich es mal versuchen? Nee. Also, außer du machst ihn alleine sicher tot. Nee, da komme ich nicht nah genug ran. Ja. Da müssen wir weiter runter. Ja, First Person ist irgendwie geil, Paddel. Das finde ich auch. Irgendwie, es hat was. Ich finde scheiße. Jetzt, ich glaube, da sind zwei Teams in dem Dorf, oder ist er schon darüber gerannt? Ja, ja. Er ist jetzt bei der Halle, bei der grünen Halle mit dem roten Dach bei 255 aus meiner Position. Und der andere war eben noch irgendwo rechts drüben, den habe ich jetzt aus dem Augenblick verloren. Ja, stell dich hin. Wink vielleicht noch. Meinst du mich? Nein, ich. Ich mich selber. Der rennt jetzt wieder zurück in diese Raffineriebereich im eher rechten Teil des Tals, wo diese zwei Kläranlagen stehen. Drei Kläranlagen. In der Mitte der drei Kläranlagen. Irgendwo. Siehst du mich? Siehst du mich, wo ich bin? Lustigerweise nicht. Auf der Karte. Du siehst mich doch auf der Karte, wo ich gerade rumkrauche. Ach du Heiland. Siehst du welche in der Nähe? Also ich habe da eben habe ich da einen gesehen an der Halle. Aber im Moment sehe ich aus meiner Posi keinen. Ich hab, dann komm hier runter zu mir. Dann schießt mich der rechts ab, der jetzt zu in deine Richtung kommt. Bei den zwei orangenen Kisten, da stehen drei orangene Kisten. Gerade ist, da wird es vorbei rennt. Es sind zwei Stück, die auf die zwei großen Silos, die rechts von dir sein müssten, zurennen. Und ich bin mir sicher, das sind zwei Teams in diesem Tal drin. Eine ist jetzt zwischen den Silos. Ja, ich habe das. Sie rennen zwischen den Silos beide durch.
Ja, hast du noch einen Blick? Sie sind jetzt am Weg nach draußen und kommen wahrscheinlich gleich relativ dicht bei mir vorbei. Ja, okay, das ist gut. Ich hoffe, Sie sehen mich dann nicht, weil ich mich hier irgendwie festgebackt habe und kann gerade nicht in Third Person nachgucken, wo und wie genau. Und traue mich nicht, mich zu bewegen. Sie sind noch nicht bei mir vorbei, das heißt, sie sind noch irgendwo im Tal drin. Boah, jetzt kriege ich langsam Paranoia. Wieso? Weil sie. Rote Zone, rote Zone, rote Ja, Zone. was mache ich jetzt? Ein dummes Gesicht und dann? Ich bete jetzt einfach, dass es mich nicht trifft. Hallo Klabauter-Oma, schön, dass du zuschaust. Hallo. Ah, sie Oh kommen wieder Mann. zurück, weil sie auch die rote Zone gesehen haben und rennen jetzt auf die Halle zu, in der du eben drin warst. Ja, das ist gut. Finster. Ja, ich hoffe jetzt einfach, dass mich die rote Zone nicht zerreißt. Kann ich irgendwo in Deckung gehen? Nein. Einer ist in der Halle drin. Das war dicht. Jetzt hoffe ich, wenn es einmal dicht war, dass nicht noch einer kommt. Überlebt. Ich auch. Also wir könnten, wenn du in einer halbwegs vernünftigen Posi kommst, die beiden abfangen, wenn sie wieder aus ihrer Halle rauskommen. Ja, ich versuche schon die ganze Zeit irgendwie ranzukommen. Also ich sehe sie noch nicht wieder. Aber ich. Wo sind sie denn? Sag mal an. Sie rennen jetzt hier, siehst du die grünen Hütten? Mehrere. 5 Stück insgesamt. Eine, an der du stehst. Ah ja, ich sehe auch da hinten. Genau. Die sind halt so weit weg, dass ich irgendwas machen könnte. Aber ich traue mich jetzt mal auch runterzukommen. War das tief. Und ich bin fast. Ich bin. Du musst mich, glaube ich, aufheben. Ich bin den Berg runtergestürzt. Ich Ich komme. probiere mal auf die Halle zu krauchen, Ja. in der du. Oh, habe ich mir nochmal Oh. ordentlichen Schaden kassiert durch den Sturz. Ich Ja, liebe First Person. jetzt wissen die. Ach, du hast auf sie geschossen? Ja, ich war gerade dabei. Warum? Weil ich, die waren 10 Meter von mir entfernt. Mhm. Ich sehe in der Ferne einen, aber ich habe nicht mehr lang zu leben. Ich komme halt durch. Ich versuche zumindest nicht nochmal irgendwo runterzufallen. Das Dumme ist, ich sehe sie, das heißt, sie sehen dich auch. Und ich höre Schüsse bei mir einschlagen. Geh alleine, du schaffst es, dich für mich zu holen. Das war ein doofes Spiel. Genau, da hatte ich darauf gewartet, dass sie da lang rennen, wo du jetzt rennst. Ach, jetzt bist du tot, ne? Ja.
Waffe leer. Oder was auch immer. Ich muss dich ja jetzt rächen, ne? Musst du eigentlich den Berg erschießen. Punk. Zack. Pum hat's gemacht. So, zurück zur Lobby und ein vernünftiges Spiel mit Third Person. Ist für mich auch okay. Also, wir sitzen jetzt im Flugzeug und müssen jetzt einen Ort suchen, wo wir rausfliegen. Und von da oben kommt das Flugzeug. Ja, also ich finde halt immer so, der Kreis auf der Wüstenmap ist immer sehr mittig von der Map. Also wir können, versuchen, zu Hacienda del Patron zu kommen. Da werden, oder wir fahren, gehen mal nach El Hazar. Okay, bin dabei. Okay. 1, 2, 3 und raus. Hui. Dann springen wir da jetzt mit dem Fallschirm runter. Genau, also der Kreis ist mir zu mittig oft. Mhm. Da unten, die Stadt ist ja schon El Hazar, oder? Bin ich jetzt blöd? Ja, ja, genau, naja. Wollen wir versuchen, genau, der Kreis ist zum Beispiel... ans nördliche Ende? Der Kreis ist zum Beispiel... östliche Ende, also am weitesten entfernte Ende zu kommen. Also im Norden, von uns aus gesehen. Nee, Osten meine ich. Oder? Osten meine ich. Das östliche Norden, also das nördliche Osten. Da, wo die Nippel sind. Egal. Jedenfalls, El Azar ist zum Beispiel nie wirklich ein Mittelpunkt des letzten Kreises. Habe ich noch nie erlebt. Okay, zwei fliegen mit uns genau an die gleiche Stelle. Wollen wir abdrehen und hier in dem Gebäude direkt unter... Ach, das sind unsere Schatten. Nein, die kommen, kommen hinter uns. Ja, die kommen hinter uns runter. Es sind zwei gelandet in der Stadt. Tatsächlich. Ja, dass die Server am Anfang so lecken, finde ich ziemlich daneben. Ja, zumal das ja schon Final Release ist, ne? Eigentlich darf es nicht sein. Zumal das Problem ja jetzt nicht schon seit 3 Tagen besteht. Das besteht ja schon schon immer irgendwie. Und ich dachte, dieser ganze Quatsch, der Elastic Cloud oder so heißt, sei genau dazu da, dass man Serverkapazitäten zukaufen kann, wenn es dann mal ruckelig wird. Aber irgendwie scheint das noch nicht so ganz zu funktionieren. Zumal wenn du es dann halt mal wirklich eilig hast und so, ne, und dann rubberbandest du einfach so ein bisschen vor dir hin und du kommst einfach nicht von der Stelle, aber die blaue ist normale Geschwindigkeit. Da wird es dann halt ein bisschen unfair, ne. Das finde ich dann halt immer ein bisschen schade. Hat mich im letzten Testspiel wirklich mein Leben gekostet. Sogar. Wir hoch zu den Silos oder noch hier unten bleiben? Ja, ich würde, klar, Silos. Einfach mal gucken, was es da oben gibt. Ich bin jetzt auf deinem Haus. Hier liegt noch eine abgesickte Schrotappe. Gar nicht auf deinem Haus. Ich bin noch eins nebenan. Ja. Was weiß ich denn, dass du da drüben so lange brauchst? Hä? Was? Massen abgesägter Schrotflinten. Gesundheit. Hä? War das ein richtiges Deutsch gerade? Massen abgesägter? Was? Hier liegen Massen abgesägter Schrotflinten. Ach so. Das klang so wie als wäre das quasi schon das Item, was du da hast. So. War ganz komisch. Wie war denn dein Tag, mein lieber Klubby? Erzähl mir doch mal von deinem freien Tag. Ach, ich hab mir durch einen Kinobesuch gestern, der viel früher war, als er meinem Schlafrhythmus entsprach, habe ich mir meinen Schlaf-Wach-Rhythmus komplett zerschossen. Oh. Bin da aber heute, glaube ich, wieder so halbwegs reingekommen. Du bist ja richtig arm dran. Besser arm dran als arm ab. Mitunter ist das schon was besser, richtig. Ich glaube, das ist immer besser, oder?
Für gewöhnlich? Im Teil der Stadt, in dem wir gelandet sind, sehe ich gerade keinen rumkrauchen. Die Cherokee-Indianer waren federführend in Sachen Kopfschmuck. Das glaube ich. Sofort. Der Schneehaller sagt, er mag die alte. Das heißt, das hat er schon von einer ganzen Weile gesagt. Warst du auf dem Silo oben? Nein. Da kannst du dich. Ich tobe mich da aus. Austoben. Sagt, dass er die alte Map lieber mag, obwohl die alte momentan mehr Rubber bandet. Okay. Ach, tatsächlich? Das finde ich ja besonders traurig, wenn sie das auf beiden Maps nicht im Griff gekriegt haben. Also für alle, die das nicht wissen, Rubberbanding nennt man das, was vorhin passiert ist, als wir hier gelandet sind. Dass man nämlich hin und her wackelt wie ein Wackelpudding. Ja, immer so ein Stück zurückgezogen wird. Also als ob man an einem Gummiband, deswegen Rubberband, hängen würde. Und nachdem wie toll du das immer erklärst. Ja, das ist Berufskrankheit. Ich bin Diplompädagoge. Als ob. Hallo, bin ich. Mit Abschluss, mit Diplom und Auszeichnung. Und Brief und Siegel. Nicht schlecht, mein guter Mensch. Nicht schlecht. Hier liegt eine Winchester für dich. Oh ja. Wir können dir mal einen Sauhaufen machen, wenn du magst. Können wir gerne, wobei ich noch nicht so arg versaut bin. Aber lass uns das hier oben noch machen. Bevor wir irgendwie... Ja, komm mal her. Ja, ich komm mal hierher. Ich schmeiß dir mal was auf den Boden. Dann komm ich mal näher. Du hast ja schon eine Wumme. Ja, ja. Also... Schon zwei Wummen. No Wummen, no Cry. Weißt du? So, das war doch ganz nah. No Woman. No Cry. Das war ziemlich nah. Ich spring's mal ein bisschen aus dem Fenster. Hau rein. Wobei, wenn ihr mal ein Fenster wäre. Wobei das wahrscheinlich... So, wir müssen wieder durch El Azir zurück. Wenn wir in die Zone wollen. Ich würde aber fast eher den Berg noch weiter rauf. Zu Orange. Warum? Weil nein, wir müssen los, Klappi. Na gut. Weichei. Unterschätz die Map ja, nicht. Okay. Das ist... Wo gehen wir lang? Ach, du bist noch drin. Am besten... Ja, ich habe mir noch eine meine Bratpfanne geholt. Die habe ich nämlich gerade gesehen aus dem Fenster. Ich wollte mal unterwegs noch Ei kochen. Eieieiei. Sagst du was? Junge. Ist aber nicht vegan. Junge. Da sage ich nichts mehr. Ist das echt wirklich durch die Stadt zurück oder so leicht links dran vorbei? Leicht links hinterm Berg. Leicht links hinterm Berg. Oder? Ist das eine doofe Idee? Oder? Das ist eine gute Idee. Padlov Buch schreibt, die Auszeichnung kann man sich ausstellen lassen für ganz wenig Geld. Hans legal. Hans legal? Wahrscheinlich gar nicht ganz legal. Was für eine Auszeichnung? Ach so, die Auszeichnung. Welche Auszeichnung? Du hast eine Auszeichnung. Ja, deine Auszeichnung als Diplom. Boah, ich habe einen Abschluss mit Auszeichnung. Das ist quasi ein Prädikatsdiplom. Jetzt kränkt ihr mich aber in meiner Pädagogenehre hier. Da lass dich doch nicht ärgern. Der Paddel, ich war gestern Paddels kleines Opfer. Weißt du doch, die sind doch alle frech. Wenn es der Magnus nicht macht, macht es der Paddel. Der ist ja nicht mal in meinem Chat. Der Lümmel. Nein, alles gut. Ich habe meine Diplompedale. Ist das eine Kiste da unten? Ich renn mal hin. Ist das ein Abwurf oder ist das einfach nur Quatsch. Dreck? Ist doch kein Abwurf. Ich habe nur gesagt, ich renn mal hin, damit du nicht so weit vorrennst, sondern zu der Kiste da gehst.
Ja, das war beabsichtigt, weil du bist dann derjenige, der zuerst abgeschossen wird. Und wir Und müssen so ein warum sind wir jetzt bisschen. nicht zu Orange hochgegangen? Wir müssen jetzt hier beim Berg. Weil wir dann Richtung Orange dann kommen und dann da sind und dann Nein, voll fett das Waffen andere haben. Orange ist hinter uns. Nein, das stimmt doch gar nicht. Wo wohl? Ach, das war nur so eine Hacienda. Vor allen Dingen nur. Das ist doch gut. Ich habe bis jetzt nur so eine automatische Schrotflinte und eine Uzi. Ich hätte gern noch irgendwas Handfesteres. Ja, ich habe auch nur die Scar, obwohl die Scar eigentlich schon ziemlich gut ist. Also wir können sofort tauschen. Du magst doch Schrotflinten, oder? Nein. Nee, nicht wirklich. Ich mag die in der Tat überhaupt nicht. Ich hatte mal ganz am Anfang, wo ich das Spiel neu hatte, Das ist so ein hatte ich irgendwie zehn Sch Schrotflinte-Flash. ja, da hatte ich irgendwie die Schrotflinte, 10 Schuss. Und dann stand ein Gegner vor mir, hatte auch eine Schrotflinte. Und wir haben gleichzeitig irgendwie immer daneben geschossen, gleichzeitig nachgeladen. Halt! Hinlegen! Stopp! Hinlegen! Hinter dem Häuschen da oben Ja. ist ein Baum. Tommy, sowas darfst du nicht mit mir machen. Nee, das sah jetzt wirklich aus wie ein anderes Spiele. Okay, das giltet. Aber ich will es nicht beschwören. Lass uns mal vorsichtig hier in die. Ich breche da jetzt rein in die Hütte. Tach. Keiner zu Hause. Jetzt hätte da einer sitzen müssen, der dir so einen Kopfschuss verpasst. Nee, es hätte jetzt einer ohne Waffen da sitzen müssen. Ja, hatte ich auch schon. Also ist ja lustigerweise auch eine Art, wie man das Spiel gewinnen kann, indem man halt einfach nur möglichst lange überlebt, ohne groß durch die Gegend zu rennen. Ja, aber im besten Fall wirst du halt immer nur Zweiter, ne? So, lass mal erst spöken, bevor wir da reinrennen. Da brennt ein Ich höre auf alle Auto. Fälle Schüsse. Ja, aber war das hier mit den Schüssen? Ja, auf dem Dach liegt noch Loot, also es kann sein. Ich bilde mir ein, es war weiter weg. Aber jetzt nicht ewig weit weg. Nee, nee, ist nicht weit weg. Welches Haus nehmen wir zuerst? Achtung, Auto. Bin mal reingegangen. Hast du gehört, wo das Auto war? Das muss wohl hier sein. Komm mal bitte hoch, ja genau. Warst du das? Nein, der ist hier drin. Dann töten wir ihn. Ich habe eine Blendgranate. Ja, wirf die mal bitte. Ah, ich sehe sie unten in diesem Häuschen hier. In diesem Häuschen. Welche Richtung? Gradzahn. Ja, jetzt sehe ich ihn auch. Achtung, Granate. Ich weiß nicht, wo er war, aber irgendwas hat mich erwischt. Ach, damn it, damn it, damn it, damn it. Habe ich den eigentlich erwischt? Ja, du hast Nee. den Kill gekriegt. Ach so, nee. Ich habe gar keinen Kill gekriegt. Also ich habe auch keinen Kill gekriegt, aber einer ist umgefallen. Ja, dann war der nur angeschossen oder so. Schade, ich dachte, ich hätte noch mal eine volle Ladung Schrot auf ihn draufgejagt. Ja, dann für Nein. alle Leute auf YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Spaß an solchen Noobs habt, dann lasst doch mal einen Kommentar da. Nein, manchmal Ja. sind wir ein bisschen besser. Aber nur. Ja, er war angeschossen, hat sich verkrümelt und da war es dann auch schon geschehen. Ja, für die Leute auf YouTube. Huch, wo ist denn meine?
Hallo, so rum. Ja, der Klavi hat schon gesagt, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal hier auf YouTube.